Moin Leute, heute ist Sonntag, ich bin auf dem Weg nach Oslo. Ich bin schon gut 40 Kilometer gefahren, ist in, ja, 10 vor 9 ist es jetzt. Bin vermutlich so im frühen Nachmittag da. Die Landschaft hat sich nicht verändert, also falls hier irgendjemand gehofft hat, hier wird spannender, keine Chance. Gut, stand im Internet schon zum Lesen. Der Inlandswegen ist jetzt nicht so sonderlich spannend. Stimmt, kann ich absolut bestätigen. Nicht spannend. Wald, 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 See, Wald. Oh, Wald. Oh, hier ist gerade Wald gefällt worden. Wald. Oh, eine Ortschaft. Es wiederholt sich. Ich wiederhole mich jetzt auch. Nun denn. Heute wird es hoffentlich wieder etwas spannender. Spätestens, wenn ich die Grenze überschritten habe. Ob? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Ich bin gerade über die Grenze wieder Richtung nach Norwegen gefahren. Und zumindest die Straßen haben sich schon geändert. Es ist immer noch viel Wald. Das ist klar, wir wären nur noch nicht viele Kilometer weg. Aber das Fahren ist schon wieder ein bisschen was anders hier. Ja, 2 Stunden, sagt er. Ich bin ziemlich früh dran. Ich bin auch zeitig heute Morgen los. Ich werde mal gucken, wie ich das jetzt mache zeitlich, weil jetzt ist einfach zu früh. Jetzt kriege ich da auf jeden Fall noch kein Zimmer und die Sachen da irgendwo lassen. Auto ist Käse. Muss ich mal schauen. Ich lasse mir was einfallen. Ich bin inzwischen eine ganze Weile in Oslo. Im Hostel soll man Bettwäsche verwenden.
Die Bettwäsche kannst du entweder mitbringen, wenn du die hast. Wer hat Bettwäsche mit dabei? Keiner. Also kannst du die auch kaufen. Die Bettwäsche kriegst du, wenn du dich anmeldest. So, also die Bettwäsche kriegst du eigentlich theoretisch frisch gereinigt. Das ist ein Fussel. Okay, den kriegst du weg. Aber das Gelbe da ist ein Fleck und davon gibt es hier irgendwie ja, noch so ein paar. Ja, also das Dunkle, jetzt muss ich wieder nachjustieren. Moment, gib mir eine Sekunde. So, das Dunkle hier ist schon ein leichter Sommerschlafsack. Normalerweise darfst du ja keine Schlafsäcke verwenden. Aber sorry, also muss nicht sein, ist nicht angenehm. Und irgendwie macht das irgendwie keinen guten Eindruck. Mein Schlafsack ist auf jeden Fall sauber, der ist nämlich neu. Den werde ich heute auf jeden Fall hier mal einweihen und die nächsten 2 Tage hier benutzen. Es regnet. Spaß beiseite. Also, das war hier vorhin irgendwie 27, 28 Grad. Selbst wenn das morgen weiter regnen sollte. Achso, es gibt hier übrigens einen Innenhof. Der ist eigentlich ganz nett. Grün mit Spielplatz. Also, das ist, denke ich, schon ganz nett hier. Ja, nee, also es. Kühlt definitiv jetzt gerade ein bisschen ab. Das ist draußen schon echt jetzt schön angenehm. Gut, nass halt, aber sehr angenehm. Und insofern, ja, mal gucken. Gegebenenfalls morgen mit Schirm.